Es gibt einen Faktor, der darüber entscheidet, wie erfolgreich du in deiner Selbstständigkeit oder deinem Business wirst und wie sehr du deinen Erfolg dann behalten und genießen kannst. Über den einen Faktor will ich heute mit dir reden, denn ich hatte über die letzten 2 Jahre so viele Coaching-Sessions mit Unternehmern oder Selbstständigen, die alle mit der gleichen Sache zu kämpfen hatten. Nämlich, Alex, pass auf, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Warum nochmal mache ich es nicht? Oder weißt du, immer wenn es anfängt gut zu laufen, dann sabotiere ich mich aus dem Nichts. Und dann versaue ich irgendwie ein Kundengespräch, dann vertreibe ich irgendeinen Kunden, ich gehe mit einem Mitarbeiter schlecht um und der kündigt. Warum zur Hölle mache ich das? Das ist jetzt schon das 3. Mal, dass das passiert. Oder weißt du was? So einer meiner Favoriten. Hey, ich habe alles. Ich habe die geilen Autos, ich habe das schöne Haus, ich habe die tolle Frau, ich habe meine tollen Kinder. Ich weiß das rational alles. Warum fühle ich es nicht? Damit erst einmal, hi, Alexander Wahler hier. Und die Ursache für das Ganze ist recht simpel. Denn es ist ein niedriges Selbstwertgefühl. Und ich würde einmal behaupten, wenn du noch nicht die Ziele erreicht hast, die du gerne erreichen möchtest, oder wenn du bemerkst, verdammt, ich sabotiere mich schon wieder selbst, oder ich weiß es zwar rational, aber ich fühle es nicht, dann hast du Probleme mit deinem Selbstwertgefühl. Wenn du dich jetzt dabei ertappt fühlst, sagst, aber Alex, ich glaube kaum, dass ich ein niedriges Selbstwertgefühl habe. Aber eigentlich denke ich recht positiv von mir. Dann wundert mich das überhaupt nicht. Denn das ist eine Reaktion, die ich, würde ich sagen, von 70-80% aller Klienten bekommen habe, die zu mir gekommen sind und wo genau das Problem war. Hier ist etwas, was die meisten von uns gelernt haben, wenn wir ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Wir haben etwas gelernt, das nennt sich Performative Confidence. Also im Endeffekt eine performende, eine nach außen gerichtete Selbstsicherheit. Das heißt, wir haben sozusagen unseren innersten Kern, ja, und mit dem sind wir nicht so ganz im Einklang. Ich hatte gestern erst eine Coaching-Klientin, wo wir genau darauf eingegangen sind, kann ich dir gleich erzählen. Und um das Ganze herum bauen wir dann sozusagen unsere Skills, unser Bild nach außen. Guck mal, wie toll ich bin. Guck mal, was ich alles kann. Guck mal, wie viel ich arbeite. Was im Endeffekt einfach nur eine Sache zeigt. Schau bitte nicht auf mich, schau bitte nur auf meine Performance. Schau bitte nicht auf mich, schau bitte nur auf meine Leistung. Und der Gedanke, der dahinter ist, hey, wenn ich genug leiste, wenn ich genug erreiche, wenn ich genug Geld verdiene, genug Kunden habe, genug Status habe, genug Ansehen habe, genug Bekannte, genug Freunde, genug Geschäftskontakte, genug wichtige Leute, VIPs um mich herum schare, dann muss das ja meinen Wert beweisen. Und dadurch fühlen wir uns häufig kurzfristig besser, nicht wahr? Du erreichst ein Ziel oder du leistest etwas, da ist kurzzeitig dieses oh. Aber dann wachst du am nächsten Morgen wieder auf und das Gefühl ist wieder da. Und dann so, okay, ich muss irgendwas unter Kontrolle bringen. Dann fängst du an, irgendwas zu machen, nur um dich wertvoller zu fühlen. Und das Ganze funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und vielleicht bist du gerade an diesem Punkt, dass du dich selbst sabotierst, dass du merkst, dass die Ziele zu erreichen, die du dir gesetzt hast, irgendwie immer anstrengender wird, ja? Dass du immer mehr Energie investieren musst, um immer weniger zurückzubekommen. Und dadurch entsteht eine existenzielle Müdigkeit. Denn die Grundannahme, von der das Ganze kommt, ist komplett falsch herum. Lass mich dir mal bitte von der Klientin erzählen, mit der ich gestern gearbeitet habe. Und zwar ist sie eine super driven Frau. Also super ehrgeizig, super zielstrebig und das war sie schon immer. Und sie kam zu mir ins Coaching, weil sie irgendwann gemerkt hat, schau mal, ich bin einfach erschöpft. Ich bin einfach müde und ich mache immer mehr. Und ich komme nicht so voran. Und ich bin irgendwie so hart geworden, so verschlossen geworden. Und das tut mir in der Seele weh. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Und natürlich ist da der erste Gedanke, hey, irgendwie muss mein Denken falsch sein. Oder irgendwie muss ich was falsch machen. Nein, sie hatte nur genau den Fehler gemacht, dass sie von der Annahme ausging, hey, ich muss meine Existenzberechtigung erlangen. Ich muss meine Existenzberechtigung erst einmal beweisen. Und das ist das, was viele, nennen wir es mal, High Achiever oder A-Player antreibt. Nämlich tief im Innern ist da eine enorme Unsicherheit. Und hey, diese Unsicherheit, die kann man ja überdecken, nicht wahr? Denn wenn du genug Geld verdienst, wenn du genug Status hast, wenn du genug Anerkennung bekommst, wenn du auch noch populär bist, ja, wenn Leute auch noch deinen Rat aufsuchen, wenn Leute in deiner Nähe sein sollen, dann ist das sozusagen so eine kurzfristige Aspirintablette für die Seele. Ist so, okay, das Tragische daran ist auch noch, unsere Gesellschaft ermutigt dieses Verhalten. Denn du bekommst nirgendwo die Botschaft, hey, setz dich doch mal hin und beschäftige dich mit deinen eigenen Werten. Setz dich doch mal hin und beschäftige dich mit deinem Selbstwert. Setz dich doch mal hin und beschäftige dich mit dem, was in dir vor sich geht. Ja, deshalb sage ich immer, hey, meditiere.
Wenn du nicht jeden Tag meditierst, bist du ein Opfer. Und ich meine das vollkommen ernst. Du bist ein Opfer deiner Gedanken, du bist ein Opfer deiner Emotionen, denn in den meisten Fällen sind es nicht einmal deine Gedanken und deine Emotionen, denn deine Emotionen werden ganz einfach von Marketern, von Politikern, von den Medien, werden aufgebauscht, indem sie bestimmte Knöpfe drücken. Oh, mal Outrage und dann, oh wow, Neugier, Angst, oh mein Gott. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Nur wenn du dein Innenleben nicht kennst, dann rennst du diesen Phantomen im Außen hinterher, wirst von anderen ausgenutzt und dann implantieren die auch diese Verhaltensweisen in dich rein. Hey, du bist erst wertvoll als Mensch, wenn du das leistest, wenn du das erreichst, wenn du das hinbekommst, wenn du Ziel XYZ erreichst, ja, dann bist du gut genug. Und das Traurige ist, das funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert. Ich würde sogar behaupten, wenn du jetzt hier gerade zuschaust oder zuhörst, bisher hat das für dich wunderbar funktioniert. Guck dir an, wo du bist. Du hast dir vielleicht eine geile Karriere aufgebaut, ein gutes Business aufgebaut, eine großartige Selbstständigkeit aufgebaut. Bisher hat es geklappt, nicht wahr? Weil da war immer dieses High, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichst, du hast vielleicht einen neuen Kunden bekommen, neues Geld verdient, eine Beförderung bekommen, irgendein Projekt beendet, eine Herausforderung gemeistert. Da war immer dieses kurzzeitige High, nicht wahr? Dieses Und jetzt ist dieser Drive, dieser krasse Antrieb auf einmal weg. Oder er wird weniger und du merkst, fuck. Das ist nichts anderes als deine Seele, die sich meldet und sagt, Dicker, du rennst voll in die falsche Richtung. Ich glaube, das reicht erstmal in Bezug auf die Erklärung, was so die Problemsituation ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, Alex, das ist alles cool, ja? Aber wie löse ich das Ganze jetzt? Naja, es gibt zu dem Ganzen drei Ebenen. Die erste Ebene ist dein grundsätzlicher Wert als Mensch. Und ich möchte, während du das Ganze hier dir anhörst, dass du einfach mal darauf achtest, was geht in dir vor sich, wenn ich dir das erzähle. Weil in den meisten Fällen, wenn ich das bei Coaching-Klienten erlebt habe, ist da erstmal so eine Abneigung oder so wirklich so ein Zusammenziehen. Ja? Das Lustige ist, wenn sie das Ganze implementiert haben, sagen sie meistens das hier. Die Coaching-Calls, die sind wirklich, das ist echt krass, was man da mitnimmt. Das hat mich so krass verändert, wirklich. Meine Freundin sagt, ich bin ein anderer Mensch seither. Das Erste ist, du als Mensch hast einen intrinsischen Wert, den dir niemand nehmen kann. Ich möchte, dass du das einfach mal kurz sacken lässt. Dass ganz egal, wer du bist, was du machst, was du erreicht hast, wo du in deinem Leben stehst, ja, gerade dieses Gefühl von, ich hänge hinterher, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Das ist eine Sache, die ich bei Coaching-Klienten so oft erlebe. Dieser, gerade durch Social Media ist das so geisteskrank schlimm geworden, dieser Vergleich mit, aber der ist schon da und ich bin erst hier. Bro, what the fuck? Wo rennst denn du hin? Sowas gibt es nicht. Anyway, bevor ich da jetzt völlig ausraste und einen Rant drüber mache, du hast intrinsisch Wert als Mensch. Egal wer du bist, egal was du machst. Einen grundlegenden Anspruch auf Liebe, auf Würde und auf Respekt. Dieser grundlegende Wert, den kann dir niemand nehmen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und achte bitte mal auf deine Reaktion. Von wegen, ist da vielleicht so eine Erleichterung, so, oh, stimmt. Ist da Widerstand? Ist da vielleicht Angst? Was? Nein, das kann nicht sein. Ist da vielleicht Verneinung? Alex, was ist das für eine Scheiße? Was kommt da für eine Reaktion in dir auf? Achte da bitte mal drauf. Das ist der erste Punkt, ja? Der zweite Punkt ist, oh, und damit haben die meisten Probleme, achte bitte auf deine Reaktion. Würdest du dich auch bedingungslos lieben, wenn du in deinem Leben nichts mehr auf die Reihe bekommst? Was kommt da in dem Moment in dir hoch? Würdest du dich bedingungslos lieben? Nicht irgendwie, ja, ich bin ganz okay. Nein, dich bedingungslos lieben. Auch wenn du nichts auf die Reihe bekommst. Und ich meine gar nichts. Wenn du dabei Widerstände oder ein Zusammenziehen merkst, dann bedeutet das ja in erster Linie, dass du deinen Wert nicht einfach auf deiner Menschlichkeit basierst. Dass du ein Teil der Menschheit bist. Ein wichtiger Teil. Zweitens bedeutet das, dass du dich nicht bedingungslos liebst. Dass im Endeffekt deine komplette Würde, dein kompletter Wert als Mensch an eine Bedingung geknüpft ist. Erst wenn ich das mache, darf ich mich so fühlen. Erst wenn ich das mache, bin ich so viel wert. Erst wenn ich das mache, darf ich so glücklich sein. Naja, nicht nur mal rein seelisch gesprochen, nicht nur wirst du damit dein Glück ruinieren, mal ganz pragmatisch erfolgsorientiert gesprochen, damit verkaufst du dich in einer Tour unter Wert. Weil du immer sagst, ich kann erst das machen, wenn ich das gemacht habe. Ich kann erst das haben, wenn ich das gemacht habe. Nochmal ein ganz anderes Thema, aber, ne? Das heißt, bedingungslose Liebe. Kannst du dich selbst bedingungslos lieben, auch wenn du nie mehr im Leben was erreichst? Zweite Säule, sehr wichtig. Und das dritte ist dann deine persönliche Entwicklung. Sprich, lebst du mit Integrität? Lebst du mit Bewusstsein? Gehst du bewusst durchs Leben? Setzt du die Dinge, die du dir vorgenommen hast, wirklich um? Schluckst du bestimmte Meinungen, die du eigentlich gerne äußern möchtest, gerne runter oder sagst du sie? Sagst du ja, wenn du eigentlich nein sagen möchtest oder sagst du nein, wenn du eigentlich ja sagen möchtest? Sprich, schluckst du das, was in dir vor sich geht, runter? Bist du überhaupt in Kontakt mit deinen Emotionen? Bist du überhaupt in Kontakt mit deiner Seele? Bist du in Kontakt mit deinem Geist? Vertraust du deinem Geist? Sprich, traust du dich, auf die Signale deiner Seele zu hören, welche dir sagt, geh mal in die Richtung, auch wenn du scheiße Angst davor hast. Traust
traust du dich auf, Signal deiner Seele zu hören, welche sagt, drück dich da aus, lass das nicht auf dir sitzen, auch wenn du Schiss hast. Sprich, investierst du in deine eigene Entwicklung. Sorgst du dafür, dass du dich selbst dafür wertschätzt, dass du hier bist und dass in dir eine ganze Menge Potenzial schlummert, welches verwirklicht werden möchte. Doch das kann erst verwirklicht werden, wenn du auf diese innere Stimme hörst und du dich traust, manchmal vielleicht gegen den Strom zu schwimmen. Manchmal vielleicht Dinge zu sagen, wo du Angst hast, sie zu sagen oder sie zu machen. Manchmal Entscheidungen zu treffen, welche verdammt, verdammt schwierig sind. Sprich, dich nicht in eine Box quetschen zu lassen, dich nicht in eine Box sperren zu lassen, sondern dich zu trauen, auf deine eigene Seele, auf deine Emotionen und vor allem auf deinen eigenen Verstand zu hören, ihm zu vertrauen und das in die Welt zu bringen, was deine Seele, deine Emotionen und dein Verstand dir mitgeben. Das sind die drei Punkte, um die du dich kümmern solltest. Und aus meiner Erfahrung wird dir Punkt 3 nicht sehr schwer fallen, sonst würdest du Videos wie das hier nicht schauen. Macht für viele rational Sinn, aber Punkt 2 aus meiner Erfahrung ist der schwerste Part, nämlich bedingungslose Liebe für dich selbst. Egal, was du erreichst oder nicht erreichst. Das Lustige ist, je mehr du das verinnerlichst, desto glücklicher wirst du und desto erfolgreicher wirst du, weil du aufhörst, dich unter Wert zu verkaufen, weil du aufhörst, vor bestimmten Herausforderungen wegzurennen, weil du denkst, oh, ich bin das nicht wert, desto mehr äußerst du deine eigenen Wünsche, deine eigenen Bedürfnisse und trägst die in die Welt hinaus. Das heißt nicht, dass jeder diese Bedürfnisse oder Wünsche für dich erfüllen wird, aber du trägst sie zumindest in die Welt hinaus. Du rennst also nicht mehr vor denen weg und schluckst sie runter. Das heißt, du lebst mit sehr viel mehr Authentizität und Integrität, wodurch es in deinen Beziehungen besser läuft, in deiner Karriere, in deinem Business etc. etc. Das heißt, das ist das Fundament, auf dem alles beruht. Wenn du willst, dass wir gemeinsam in das Thema reingehen, denn du wirst niemanden besseren finden, der dir dabei helfen kann, dann geh auf meine Website alexanderwahler.de/coaching, trag dich ein, dann lass uns beiden gerne mal telefonieren und schauen, wie ich dich auf deiner Reise begleiten kann. Ich kann euch nur wirklich empfehlen, mit Alex zusammenzuarbeiten. Alex ist einer der wenigen Menschen, der es bei mir sofort geschafft hat, dass ich mein Herz öffne, dass er auch wirklich zu mir durchdringt und deswegen hat er es auch geschafft, sofort etwas in mir zu verändern, in mir auszulösen, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre, ja, mich nicht getraut hätte oder was auch in Gesprächen mit anderen Coaches, anderen Menschen so nicht funktioniert hat. Hat das geklappt? Ja. Punkt. Okay. Ja, hat. Da kommt noch was. Nein, hat geklappt. Ich bin zufriedener, ausgeglichener. Deshalb, wenn du die Chance hast, mit Alexander Wahler zu arbeiten, dann solltest du diese Chance jetzt nutzen.